Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Raid am Mittwoch angesagt mit den Highlights der Woche und dem Schocker der Woche. Und ich glaube, das wird diesmal die kürzeste Folge, die ich je bei Raid am Mittwoch produziert habe. Aber das sehen wir gleich. Die Woche hat angefangen mit einem Shiggy von Bob the Raw, Werra Obermain Radweg, ein 98%iges mit Level 17. Leider ist der Community Day schon lange vorbei, sonst hätte er das natürlich zu einem richtig guten Turtok entwickeln können mit Aqua Haubitze, aber kann man sich ja mal aufheben. Turtok braucht man ja jetzt eh nicht unbedingt. Dann vom Stefan Landei, ich sag mal Punktlandung, der hat genau die 1.000.000 Tauschkilometer geknackt, genau auf die Zahl, genau, also das ist richtig cool. Habt ihr auch schon 1.000.000 Tauschkilometer und habt bei Pilot schon Gold oder noch nicht? Wie weit seid ihr denn? Schreibt's mal in die Kommentare. Dann konnte ich Tickets beanspruchen. Ihr wisst ja, die Auslosung war ja für die Dortmund-Tickets und auf meinem Account war es dann soweit. Nachdem ich aber von einem anderen Account mir Tickets gekauft habe und zugewiesen, konnte ich trotzdem nochmal Tickets kaufen können. Das steht jetzt nicht hier, das ist ein anderer Screen. Da ist einfach nur, dass das Ticket mir zugewiesen wurde, du nimmst teil. Und ich habe dann gedacht, wenn man ein Ticket also eh schon bekommen hat, dann kann man selbst ja gar nicht mehr ausgelost werden, um nochmal irgendwie zu kaufen oder so. Aber man wird ja ausgelost, um die Möglichkeit zu haben, Tickets zu kaufen. Das muss nicht für einen selber sein, obwohl ich schon eins habe. Hätte ich trotzdem 4 kaufen können für 4 Freunde aus meiner Liste. Hab das auch für einen Compadre gemacht, nämlich für den Phoenix. Der hat sich auf jeden Fall riesig gefreut. Danke da auch nochmal an Stefan Landei natürlich für die Unterstützung, dass das alles geklappt hat. Dann habe ich auch endlich einen Shiny Griffel bekommen, habe ja beim Event keins bekommen und der Iswo wollte mir seins immer rübergeben, aber der hat keinen Staub gehabt und ich habe gesagt, warte mal ab, bis ich eins hab, dann kannst du mir das ja rübergeben, ist es günstiger, habe dann aber mit der Angelina Vio getauscht, ne, habe ich gar nicht, ich habe mit dem, die wollte mir eins geben, weil die wollte immer zu das Aerodactyl haben, aber ich habe mit dem Kalsari Ken getauscht. Der wollte nämlich endlich ein Enton haben, ein Shiny Enton, das Eisbonbon. Das haben wir so gemacht, habe ich bekommen, konnte mir dann das zweite vom Iswo noch holen. Muss ich aber noch entwickeln irgendwann mal. Dann hat uns der Brian gezeigt, jetzt gab es auch die neuen Lokmodule natürlich. Das Gletscher-Lokmodul, Moos-Lokmodul, Magnet-Lokmodul für 200 zu kaufen. Die Evoli-Entwicklungen wurden freigeschalten, die konntet ihr also jetzt auch am Modul entwickeln. Nicht nur das, auch Magneton. So, Magnetzone ist möglich, könnt ihr entwickeln und ein Asknet kann man nun auch entwickeln. Nebenbei wurde natürlich noch ein neues Pokémon eingeführt, aber nicht nur eins, sondern mehrere. Schalelos, auf jeden Fall das Blaue und das Pinke, die beide aufgetreten sind, aber dann ein paar Stunden oder einen Tag später getrennt wurden, sodass es jetzt auch wieder kontinental ist, das eine nur hier ist, das andere da drüben ist. Und so wurden auch andere noch eingeführt, wie dieses Nilpferd oder dieser Knackrack, der Drache oder wie auch immer, Kaumalhart, Bruder. Und auf jeden Fall tut sich wieder richtig was. Und haben die Leute sich natürlich gefreut, hat seine Bestimmung schon gefunden, sagt der Kenny hier. Denn das will er zu einem 100%igen Glaciola machen. Was man übrigens ja auch mit dem Namenstrick machen kann mittlerweile, aber das wisst ihr ja bestimmt selber schon. Auch der Robby, wow, hat sich gefreut, hat hier ein 96%iges Evoli noch bekommen mit 14, 14, 15. Wäre natürlich mit 15, 14, 14 besser, aber kann man ja machen für die Entwicklung. Ihr seht, da steht schon einfach 2900. Egal was es wird, es kommt einfach auf 2900 auf Level 36. Dann der Pierre, oder wir nennen ihn mal Sly, das ist nämlich der Sylvester Stallone aus der Gruppe. Der hat sich ein Ginozo ertauscht und es ist auch glücklich geworden. Auch Glückwunsch dafür, Ginozo habe ich auch, zwar nicht glücklich, das andere auch, aber die erste Stufe, diese Doppelkirsche, habe ich noch nie gesehen, noch kein einziges Mal. Also die scheinen wohl wirklich etwas seltener zu sein, im Gegensatz eben zu Ginozo. Und das ist das, was ich sowieso komisch finde, dass man die Entwicklungen schon eher hat als die normale
Ausgangsstufe. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Normalerweise will man doch die Ausgangsstufe fangen und nochmal fangen und nochmal und nochmal und gelbe Bären, dass man dann genug Bonbons hat, das zu entwickeln. Aber mittlerweile laufen die Dinge ja anders. Ihr geht raus, ihr fangt euch einfach euer fertiges Pinoso. Und dann kommt ihr nicht an die Kirsche ran, weil es sie nirgendwo gibt. Dann der Marco hat ein bisschen getauscht, hat da ein 84%iges Glücks-Lugia bekommen. Und die Tina hat ein 87%iges Riolu bekommen. Riolu immer noch richtig cooles Pokémon natürlich. Die haben auf jeden Fall getauscht, weil sie hat ihr erstes Riolu dadurch bekommen. Der Robby hat sein 96%iges Evoli natürlich dann entwickelt und zu einem Linea gemacht. Nein, Linea, also der Namenstrick, um es zu Fondipurba zu entwickeln. Und ja, den anderen habe ich jetzt vergessen, damit ihr es zu Glaziola machen könnt. Aber ihr könnt natürlich auch jederzeit an einem entsprechenden Modul euer Evoli entwickeln, dass das zu demjenigen wird, was ihr haben möchtet. Und der erste hat verkackt vom Stefan Landei, hat er hier gezeigt. Das war kurz vor dem C-Day nämlich. Er hat ja bei seinem No-Gym-Account, will er so viele Leute sammeln, dass der wirklich mit diesen begrenzten Glückseiern, die er hat, immer gleich 40 Leute machen kann. Meistens macht er das immer im Wechsel von 0 Uhr, also 23:45 macht er das Ei an, macht 20 Geschenke auf und bis 0:15 Uhr kann er ja nochmal 20 Geschenke aufmachen, so kann er 40 Geschenke aufmachen und so seine Hyperfreunde pushen oder beste Freunde machen oder alles andere. Und er hat ja extra gewartet, dass die Leute jetzt sammeln und zum C-Day dann öffnen für Hyperfreunde. Aber Mania 15.11.88 hat es mal wieder nicht geschnallt, müssen wir so böse sagen, und hat einfach schon mitten tagsüber das Geschenk geöffnet, unabhängig vom C-Day, ohne irgendwas, warum auch immer. Die paar Stunden hätte man ja auch noch warten können. Dann der Michael hat uns gezeigt, ein Shiny Flemly, was gegrillt wird oder was da gekocht wird. Auf jeden Fall sieht das richtig lustig aus. Ihr seht schon den Dampf, der da aufsteigt, und dann haben sie sich gesagt, ja, das ist schon durch und es braucht nicht mehr lang. Und dann kam das zweite Bildchen hinterher, ja, wartet schon, wie man hier sieht, nämlich das Jungblut daneben, und plötzlich ist das weg, das Flemly, ist wohl jetzt verbrannt oder reingefallen oder wurde schon gegessen. Dann gab es wieder mal den X-Raid an der Brücke unten. Und da seht ihr ein 100%iges Deoxys in seiner Verteidigungsform. War sogar im ersten Ball drin, ist aber leider nicht meins. Ich hab's aber gefangen für den Harald. Grüße gehen raus, sehr coole Sache auf jeden Fall mit seinem Motorola. Richtig cooles Handy. Wenn das runterfällt, da geht die ganze Treppe kaputt, ne? Und dann bin ich aufgestiegen, auch beim Community Day mit dem Mitzenmann. Endlich beste Freunde geworden. Das hat ja auch ein bisschen gedauert, aber wir haben es durchgezogen, obwohl ich erst viel später mit ihm befreundet war als mit vielen anderen, die jetzt noch da unten rumwuseln, aber das wird vielleicht mit der Zeit. Bob the Rob zeigt uns nochmal Mörderteil, ein Shiny Flamely mit ganzen WP 13. Das ist also auch immer lustig, wenn man so niedrige WP kriegt. Robby dann auch mit einem 831er hier, also das ist das Gegenteil, das ist relativ hoch. Das ist ja dieser Unterschied, 13 und über 800, also richtig cool, wenn ihr den Bogen mal vergleicht. Dann habe ich vom Philipp Färber gesehen, der hat sich die neue Box mal gegönnt, hat er gesagt, hat jetzt 708 Raid-Pässe, was ich richtig krass fand, aber dann ging später auch noch ein Bild rum von irgendwelchen Japanern natürlich wieder mal, die haben einfach über 1000 Raid-Pässe jetzt durch die Box, haben sich einfach Raid-Pässe gegönnt, über 1000 grüne Raid-Pässe im Beutel, also die haben alles andere wahrscheinlich weggeschmissen, würde ich nie machen, kann ich gar nicht, ich habe immer Platzmangel, ich wüsste nicht, wie ich 1000 Raid-Pässe da unterkriegen soll. Aber gut, der Ispo macht das ja immer mit seinen roten Bällen, dass er da einfach 1000 rote Bälle hat, also geht das ja auch. Die einen sammeln halt Bälle, die anderen die sammeln Raid-Pässe. Der Leo sei... Auch mal wieder was vom Leo sei zu sehen, ein Beste, hat nämlich ein Flamely, leider ein normales. Wenn das ein Shiny gewesen wäre, wäre es natürlich noch cooler, hat aber ein 0%iges Flamely gefangen auf jeden Fall am Community Day auf Level 8, 000, sehr schön.
Dann habe ich ein paar Lucky Trades gemacht. Mit Ivar Mild und Ivar Soft konnte ich da machen. Was da rauskam, seht ihr wahrscheinlich dann später noch. Dann gab es ein kleines Flamly Lucky Battle, denn der Marco hat sein Lucky Flamly gepostet, ganz stolz, mit 84%. Und dann kam ich, habe gesagt, ja guck, meins hat 89%, weil ich so heftig der Boss bin. Und dann kam, ich weiß gar nicht, wer da kam. Ich glaube, der Extreme oder so. Und hat einfach so mal ein 91%iges reingeknallt. Und das war dann das Beste in dem Moment, weil kein anderer was Besseres reingepostet hatte. Fand ich eigentlich lustig in dem Moment. Der Hoffi zeigt uns, der hat auch ein 100%iges Flamly bekommen und auch entwickelt, Level 23, 100%. Habe ich ja auch, habe ich dann bei meinem Video über die Ausbeute, was ich gemacht habe, habe ich mein höchstes Shiny entwickelt und auch mein bestes Logok, also mein bestes Flamly entwickelt zu Logok, habe ich auch ein 100%iges, habe das dann auch gemaxt, deswegen hat das dann auch 2848 bekommen. Na, bei meinem alten, was ich noch hatte, ein 96er oder 98er, was ich schon mal entwickelt hatte, die Attacke geändert für die neue, die man jetzt bei PvP eben einsetzen kann. Habt ihr alles gesehen in dem Video, habe ich glaube ich jetzt hier auch nicht nochmal als Screen mit dabei. Dann nochmal vom Stefan Landei schon bemerkt. Ihr seht also, mittlerweile kann man jetzt bei dem Entwicklungsbutton viel mehr Infos rauslesen. Wenn ein Rabauz zum Beispiel zwei Werte auf 15 hat, dann ist das ja Zufall, was es wird. Es könnte also durch die 15 WP, könnte es durch die 15 KP, könnte es Capoeira werden und durch die 15 Verteidigung könnte es Nocturne werden. Weil jetzt beide Werte auf 15 sind, ist da unten immer noch ein Fragezeichen drin. Wenn es aber der Fall ist, dass wirklich nur ein Wert auf 15 ist, dann müsst ihr nicht mehr rätseln, was war das jetzt? Angriff war Kikli, Verteidigung war Nocturne, oder wenn ihr das durcheinander bringt und gerade nicht mehr wisst, welches was ist, könnt ihr jetzt also schon sehen, bevor ihr es entwickelt, wenn es 15 KP hat, dann... Ja, KP, ja. Wenn es 15 KP hat, das der beste Wert ist, dann wird euch schon angezeigt, dass es zu Capoeira wird, jetzt wollte ich Rabaut sagen. Wenn ein anderer Wert auf 15 ist, alleinig, dann zeigt es euch unten eben dann Kikli oder Nocturne an. Also richtig coole Sache, ist mir nämlich auch noch nicht aufgefallen, habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Und ich habe ja damals auch ein Video gemacht, wo ich alle meine Rabauts entwickelt habe und wir mal gezählt haben, wie oft kam Nocturne vor, wie oft kam Kikli vor, wie oft kam Capoeira vor. War spannend, weil man es ja vorher nicht wusste. Jetzt würde das gar nicht mehr spannend sein, wenn vorher schon unten steht, was es wird. Dann habe ich bisher nur Rainer verbraten für mein 100%. Denn auch bei Evoli und den Namenstricks könnt ihr das so überprüfen. Wenn ihr also den Namenstrick noch offen habt und ihr schreibt dann also Pyro an euer Pokémon, dann ist unten kein Fragezeichen mehr dran, weil das dann schon weiß. Dadurch, dass es jetzt Pyro heißt, würde es ein Flamara werden, wenn ihr es entwickelt. Wenn er Rainer dran schreibt, weil er den schon benutzt hat, ist dann unten wieder ein Fragezeichen. Und wenn er Sparky dran schreibt... Sparky? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn er was anderes dran schreibt, dann zeigt es euch jetzt genau das Pokémon an, was es dann wird. Geht aber natürlich nur einmal, der Namenstrick nicht vergessen. Dann habe ich mir noch ein Glücks-Vonera ertauscht. Die Babys will man ja auch alle voll haben. Kann man dann durchentwickeln, dass der Pokédex, der Lucky Dex voll wird. Der Bob the Rob hat noch ein Shiny Mushas gefangen mit 896, auch sehr hoch, sehr gute Sache. Da habt ihr nochmal ein Bild von den Japanern, also ich weiß nicht warum, aber die haben sich einfach mal 100 Lokmodule gegönnt von dem normalen, 100 von dem Gletscher, 100 von dem Moos und 500 von dem Magnet. Warum auch immer 500 von dem Magnet, vielleicht wollen die ja Shiny Magnetilo jagen. Ich, wie gesagt, fand ja das Gletscher-Modul eigentlich am besten, weil da eben auch Europe rauskommen kann, was Shiny sein kann, weil da auch Lapras rauskommen kann, was Shiny sein kann. Ansonsten relativ interessante Pokémon da drin. Das Moos fand ich am schlechtesten, das würde ich mir niemals kaufen wahrscheinlich. Da warte ich, bis mal eins gezündet ist und entwickle da vielleicht dann mein Fulipurba. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt 100 Lokmodule davon kaufen. Dann hat die Tina noch ein Shiny Traunvogel gefangen, auch richtig gut, fehlt mir nämlich immer noch das Teil. Ich habe, genau, warum habe ich das gemacht? Ja, ich habe die 400 Abonnenten geknackt.
richtig genial. Am Anfang ging das immer so schleppend voran. Jetzt war es aber so, dass jeden Tag mindestens so ein Abo dazu kam. Was mich freut, hat ja Bisa-Fan TV in seinem Video auch mal erwähnt. Der Ramses, der hat jetzt nicht so viele Aufrufe und so viele Videos, aber der kriegt Abonnenten dazu. Gute Sache, mal gucken, wie es in 30 Jahren aussieht. Da ist, steht hier wahrscheinlich niemand mehr und die Kamera filmt nur noch den leeren Raum, denn dann ist es vorbei. Dann habe ich noch was getauscht. Durch den garantierten Glückstausch habe ich ein wettergeboostetes Groudon genommen. Es ist dann auf 29,39 gekommen nach dem Tausch und hat somit 100% erreicht mit 15, 15, 15. Und das ist cool, nützliches Pokémon mit Wetterboost, Level 25, das zu pushen, jetzt günstiger, fehlen nur noch ein paar Bonbons. Und ja, nutzt euren Glückstausch also nicht unbedingt nur für den Lucky Deck, sondern auch mal um richtig interessante und richtig coole, nützliche Pokémon zu tauschen. Dann was Besonderes, bei meinem letzten Video mit dem Zuschauerwunsch, alle meine Shinies, hat der Lasse 16 weiter, wieder, wie auch immer, geschrieben, kannst du mich mal grüßen als Lasse 16 wieder, oder wie? Ja, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Du bist bei meinen Lieblings-YouTubern ganz, ganz oben dabei. Würde mich ja mal interessieren, wer, was seine anderen Lieblings-YouTuber so sind. Aber auf jeden Fall, schöne Grüße gehen raus an den Lasse 16 wieder. Oder an den Lasse 16 weiter, wie auch immer. Und jetzt geht's auch weiter. Denn das hat mir der Stefan Landei heute auch noch schon auch noch geschickt. Na, wo ist das Shiny Absol? Denn er hat jetzt dreimal die Aufgabe dastehen. Gewinne 3 Raids. Und ihr wisst ja, bei Gewinne 5 Raids gibt es Aerodactyl. Bei Gewinne 3 Raids gibt es Absol. 3. Und bei Gewinne 1 Raid gibt es Bronzel. Und die können alle Shiny sein. Er hat jetzt dreimal also die Möglichkeit. Er muss nach Feierabend dann ein paar Raids machen. Und mal gucken, ob er vielleicht ein Shiny Absol da rauskriegt. Dann der Tobi hat was, hat sein Magneton, sein Shiny Magneton, das Goldene, entwickelt zur Magnetzone. Und er sagt, hat was, und ich sag, ist langweilig, weil ich fand das Magneton mit diesem Gold-Touch, das sah so genial aus. Jetzt das einzigste Goldige, hier dran ist noch oben die Antenne, der Rest ist wieder so farblos. Sieht also eigentlich schon wieder fast aus wie das Normale. Also niemals entwickeln, doch natürlich für den, der Eintrag muss ja her, man will ja die Endstufe da erreichen. Ist nämlich auch ein richtig gutes Pokémon, ein richtig guter Elektroangreifer. Neben Elevoltek und Raikou ist das richtig genial und kommt auch auf über 3000 WP. Also muss ich auch meins irgendwann mal entwickeln. Und vom Kenny noch, und ich muss nicht mehr ewig laufen, um Eier zu brüten. Hab jetzt einen, der das für mich macht. Der hat nämlich hier die Eierbrüt-Animation und gleichzeitig dann noch ein Pandemos, was da drauf sitzt. Und das Pandemos hat sich das Ei also quasi in den Arsch geschoben. So kann man das sagen. Das war auch jetzt das letzte Bild. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Wir sind gespannt, wer es diesmal gemacht hat. Und da ist der Schocker der Woche und er ist diesmal ein 0% Shiny Flemly vom René Krämer. Hätte man sich ja vielleicht denken können nach dem C-Day, dass es was damit zu tun hat. Normalerweise erwartet man dann immer Sachen wie ein Lucky, Shiny, wettergeboostetes 100er oder sonst was. Aber ich finde eben ein 0%iges Shiny Flemly, das ist einfach richtig selten, also nicht weil es ein Flemly ist, aber 0%ige Shinies, die sind eigentlich mehr wert als 100%ige Shinies. Denn wenn ihr mal ein 100er findet und dann sagt, hey, da ist ein 100er und alle, die das fangen, haben ja dann ein 100%iges und es kann ja sein, dass es bei einem von denen dann ein Shiny ist. Ja gut, ist Quatsch, was ich gerade gesagt habe, denn wenn jemand sagt, hey, da sitzt ein 0% Flemly und alle gehen hin und fangen dasselbe, kann es ja sein, dass es bei einem von denen ein 0%iges Flemly dann ist. Aber trotzdem, man kommt schwerer an 0%ige als eben an 100%ige, weil 100%ige, die kriegt ihr auch aus Raids, die kriegt ihr aus Feldforschungen, die kriegt ihr aus Eiern, die kriegt ihr beim Tauschen. 0%ige eben nicht, ihr könnt keinen Nuller aus dem Raid kriegen oder aus der Feldforschung oder beim Tauschen oder die könnt ihr einfach nur so fangen und die würdet ihr nicht mal mit Maps fangen, weil, oder, wäre das möglich? Damals gab es ja immer Maps, wo man auch einstellen konnte, ab 90 pro IV soll das anzeigen und ob man da auch einfach nur hätte 0 IV anzeigen kann, dass es alle Pokémon aufzeigt, die 0
haben und man die extra suchtet und sucht. Aber das auf jeden Fall zwischendurch so reingekommen, ist cool und bildet den Abschluss natürlich auch von dieser Sendung. Also Props an René Krämer für das Highlight seines persönlichen C-Days. Nein, für das persönliche Highlight des ganzen C-Days von jedem. Das war es aber von meiner Seite aus und das war's für diese Woche. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.